dritte Liga bei Magenta Sport. Präsentiert von bwin. Würzburg gegen Magdeburg. 7. gegen 15. Nach dem Hinspiel sah es noch genau andersrum aus. Jetzt das Team von Pele Wollitz in akuter Abstiegsgefahr. Würzburg dagegen zuletzt 7-mal ungeschlagen. Und auch nach der guten Leistung in Meppen. Zunächst die bessere Mannschaft. 4. Spielminute. Pfeiffer lässt durch für Vrenetzi. Und dann startet Pfeiffer gleich wieder durch und hat die erste dicke Möglichkeit für die Rothosen. Gelungener Spielzug der Gastgeber, die da anknüpften, wo sie zuletzt aufgehört hatten. Nur Pfeiffer versagten da ein bisschen die Nerven. 25. Minute. Nächster Freistoß. Vrenetzi, Schuppan. Und auch da hat nicht viel gefehlt für die Gastgeber. Sebastian Schuppan, der Kapitän. 7-mal hat er schon getroffen. Hier scheitert er um Zentimeter. Auf der anderen Seite Magdeburg mit Ecke. Magdeburg mit dem Tor. 38. Minute. Tobias Müller, der die Kapitänsbinde innehatte und nach Verletzung von Dustin Bohmheuer ins Abwehrzentrum rückte. Hier stand er goldrichtig an Dominik Baumann. Mogelt er sich vorbei, trifft den Ball gar nicht richtig, aber am Ende reicht's zu seinem 4. Saisontreffer. 1-0 also zur Halbzeit für den ersten FC Magdeburg. Und es war ein intensives Spiel mit insgesamt 11 gelben Karten. Hinein in den zweiten Durchgang, die 56. Minute. Luca Pfeiffer schickt Dominik Baumann zum Ausgleich. Nein, weil zwischen dem Pfosten ein bärenstarker Morten Behrens stand. Goldrichtig gutes Stellungsspiel. Wenige Minuten später, die 63. Minute. Einer von vielen Standardsituationen für die Würzburger Kickers. Daraus entwickelt sich aber ein Konter, weil Kaufmann den Ball nicht richtig erwischt. Dann Leon Bell nimmt Tempo auf gegen drei Würzburger. Sieht Mario Kvesic und der macht's nicht, weil Verstappen bei Würzburg gut hält. Erik Verstappen, Ende der ersten Halbzeit gekommen für den verletzten Vinzenz Müller. Mike Franz, den hielt nichts mehr auf der Tribüne. Er feuerte direkt von der Auswechselbank aus mit an. Hinein in die Schlussphase. Und die sollte noch mal ein gutes Stück weit intensiver werden. Frank Rundstein schickt den Nimmermüden Fabio Kaufmann. Und dessen Flanke landet auf dem Kopf von Luca Pfeiffer. Und da kracht's noch mal am Pfosten. Wir waren schon in der Nachspielzeit. Behrens wäre da vermutlich nicht dran gekommen. Aber der Pfosten half mit, aber es war noch immer nicht Schluss. Würzburg warf alles mit nach vorne, inklusive des Kapitäns Sebastian Schuppan. Dann kommt die Flanke von Hermann auf Schuppan, aber es sollte nicht mehr sein. Würzburg lässt alle Chancen liegen und verliert am Ende mit 0-1. Natürlich freut uns das Ergebnis, ist ja klar, es ist ein Ergebnissport, aber mich freut umso mehr, dass wir endlich eine Mannschaft sind. Ich denke, das konnten wir letzte Woche, wo wir kurzfristig ins Trainingslager gehen mussten, hat man gemerkt, dass bei der Mannschaft sich was verändert und verändert hat. Und ich glaube, dass nicht so viele im Abschiedskampf so den Mut haben, 8 Mann zu wechseln. Zumal wir am Samstag sehr, sehr gut gespielt haben. Aber die Mannschaft lebt das und deswegen sind wir heute auch mal belohnt worden. Das passiert, wir sind eine sehr, sehr junge Mannschaft und trotzdem haben wir in der zweiten Halbzeit sehr, 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 sehr große Moral bewiesen. Wir hatten Magdeburg immer hinten reingedrückt, wir haben Top-Chancen dann auch nochmal rausgespielt, unter anderem ganz zum Schluss Schuppan seinen Kopfball, dann Pfeiffer Kopfball an den Pfosten hin. Ich glaube, das hat halt einfach nicht sollen sein. Moral war da, wir haben ein gutes Spiel gemacht und ich denke, dass halt Magdeburg einen glücklichen Sieg mit nach Hause nimmt. Der FCM landet gegen starke Kickers einen wichtigen Punch im Abstiegskampf. Spielt zum ersten Mal seit 12 Partien wieder zu null und kann sich ein bisschen von den hinteren Rängen absetzen. Alle Spiele der dritten Liga und vieles mehr live bei Magenta Sport.